Shepard, als wir uns auf Ilium kennenlernten, habe ich erwähnt, dass ich sterben werde. Die Krankheit heißt Kepral-Syndrom. Sie ist nicht ansteckend, aber ich habe nicht mal mehr ein Jahr zu leben. Haben Sie mich deswegen herbestellt? Ich habe mir diesbezüglich gar keine Sorgen gemacht. Nein. Aber wo das Ende meines Körpers näher rückt, denke ich immer öfter über meine Fehler nach. Ich hatte mal eine Familie. Ich habe immer noch einen Sohn. Sein Name ist Colliard. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Wann hatten Sie zum letzten Mal Kontakt? Vor 10 Jahren. Er hat mir gezeigt, was er in der Schule so macht und gefragt, ob wir wie die Bekloppten miteinander tanzen. Das haben wir oft gemacht, als er noch jünger war. Was ist das für ein Tanz? Es ist... Ich überprüfe meine Extranet-Kontakte. Ich erwarte ein Update über mein nächstes Ziel. Die Kreatur spielt Musik. Alt. Außer Mode. Colliard kommt ins Zimmer gesprungen. Mein Vater. Er läuft im Kreis. Ich hebe ihn hoch, werfe ihn in die Luft, er kreischt und lacht. Dreh mich! Die Konsole piept. Ich setze ihn ab, klicke auf die Nachricht. Vater, bettelt er. Zieht an meinem Ärmel. Ich muss das lesen, sage ich. Ich sehe ihn nicht an. Ist Ihnen etwas zugestoßen? Ich habe sie im Stich gelassen. Nicht einfach so. Ganz undramatisch. Ich habe mich nicht mitten in der Nacht fortgeschlichen. Es gab auch keinen abschließenden Streit oder knallende Türen. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ich habe überall in der Galaxie gejagt und getötet. Auf Geschäftsreise hat meine Frau den Leuten erzählt. Ich war immer auf Geschäftsreise. Also gut, Sie haben sich vermehrt. Nichts Ungewöhnliches für eine organische Spezies. Ist das alles, worüber Sie reden wollten? Es gab Komplikationen. Ich habe meine Kontakte benutzt, um Colliard aufzuspüren. Er wurde losgelöst. Er tut, was sein Körper will. Sagen Sie es mir ganz direkt, Ihr philosophisches Gelaber interessiert mich nicht. Er ist zur Citadel und hat einen Job als Auftragsmörder angenommen. Mehr konnte ich nicht herausfinden. Wenn sich die Möglichkeit bietet, machen wir einen Abstecher zur Citadel. Aber wenn wir die Kollektoren nicht aufhalten, stirbt nicht nur einer. Ja, natürlich. Ich werde meditieren, bis sie mich brauchen. Wenn wir etwas Zeit haben, würde ich gern nach Ilium fliegen und die Familie meiner Schwester umsiedeln. Ich sage Ihnen Bescheid, Miranda. Natürlich, Commander. Es gibt nichts Absoluteres als den Schwur einer Asari-Justikarin. Es war richtig, Samara auf unsere Seite zu ziehen. Ich finde Quarianer überaus faszinierend, aber sie machen mich auch immer ein wenig traurig. Ich habe sie nicht wegen ihres Aussehens rekrutiert. Die Normandy hat doch schon sie, Kelly. Oh, Shepard. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, sie besser kennenzulernen. Warum essen wir nicht zusammen in meiner Kabine? Dabei könnten wir unsere Unterhaltung fortsetzen. Das klingt wunderbar. Ich hatte darauf gehofft, mit Ihnen privat ein bisschen Zeit verbringen zu können. Gehen Sie vor. Meine Güte, so lang bin ich seit meiner College-Zeit nicht mehr wach gewesen. Es war ein wunderbarer Abend. Danke, Shepard. Ich habe das Aquarium in Ihrer Kabine gesehen. Wenn Sie möchten, füttere ich in Ihrer Abwesenheit die Fische. Das wäre sehr nett, Kelly. Aber gerne doch. Wie auch immer. Was gibt's?
Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Entschuldigen Sie, meinen Quellen zufolge waren Sie kürzlich in einem Lagerhaus. Haben Sie vielleicht zufällig einem Mr. Thax fragwürdige Transportpapiere zukommen lassen? Das kommt darauf an, wer fragt. Meine Absichten sind friedlich und ich werte das mal als ja. Ich vertrete Mr. Thax. Er ist Ihnen sehr dankbar. Bitte nehmen Sie das als Belohnung dafür an, dass Sie ihn auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht haben. Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach der Person, die Thax hintergangen hat? Danke, aber das wird nicht nötig sein. Mr. Thax wird eine Reihe von höflichen Telefonaten führen. Hoffentlich ist dann keine Konfrontation mehr nötig. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich habe eine Nachricht für Miss Lawson. Lantea hat ein Zimmer im Eternity reserviert und wird dort warten. Danke, Edie. Dies ist eine Rückrufwarnung. Alle Benutzer von medizinischen Strahlungssystemen der Firma Koros werden ersucht, die Behandlung damit sofort einzustellen. Bitte bringen Sie Ihr System zu einem autorisierten... Nein, Sie verstehen nicht. Ich habe es in der Nähe des Transportterminals verloren. Mein Sie sollten es mit meiner Methode versuchen, um mal zu sehen, woher der Wind weht. Ich suche nach den besten Tech-Upgrades, die Sie haben. Es ist für Internal Systems sehr unangenehm, dass dem Unternehmen vor kurzem ein neuer Prototyp zur Universität... Wir... schon okay. Ich überleg mir was. Sie haben gesagt, SynIQ würde mich kaufen. Sie haben gesagt, es gäbe keinerlei Probleme. Ich hatte angenommen, dass Sie einen VI-Tag brauchen würden. Hallo? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Haben Sie diese Quarianerin zu Ihrer Sklavin gemacht? Wir bevorzugen den Begriff Zwangsarbeiter. Bevor Sie vorschnell etwas unternehmen, sollten Sie wissen, dass die Quarianerin freiwillig unterzeichnet hat. Und dass Ihr Vertrag auf Ilium völlig legal ist. Wenn Sie der Quarianerin wirklich helfen wollen, überreden Sie den Vertreter von SynIQ dazu, Ihren Vertrag zu kaufen. Und wenn ich sie kaufe? Ich könnte sie freilassen und alle wären zufrieden.
Ein edles Angebot mit drei Pferdefüßen. Erstens, Ihre technische Ausbildung bedeutet einen Vertragswert von mehreren hunderttausend Credits. Außerdem fällt eine Gebühr an, wenn man mich vor Ablauf der Vertragslaufzeit freilässt. Richtig. Und drittens sind Sie eindeutig ein Reisender. Und laut Vertrag muss Sie auf Ilium bleiben. Ich will nicht, dass man mich irgendwo in eine Mine steckt. Ich rede mal mit dem Vertreter von Sinai Q. Mal sehen, was sich machen lässt. Wirklich? Danke. Das wäre großartig. Wenn du was unternehmen willst, könnten wir ja mal nach der Arbeit gemeinsam ein Video ansehen. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Würden Sie gerne eine bestens ausgebildete quarianische VI-Programmiererin einstellen? Wenn Sie eine Bewerbung einreichen, werde ich... Moment. Reden Sie von der Sklavin? Sinai Q kauft keine Sklavenarbeit. Die Citadel macht uns schon genug Druck, ohne dass wir Praktiken anwenden, die der Rat ablehnt. Offen gestanden stellen wir zurzeit praktisch gar nicht ein. Der Geth-Angriff auf die Citadel hat die Begeisterung für künstliche Intelligenz massiv gedämpft. Ich weiß schon, was hier abläuft. Es geht gar nicht um Sklaven. Sie wollen nur keine Quarianerin einstellen. Was? Aber... Ist Ihnen die Ernährung zu kompliziert? Oder gefallen Ihnen nur die Anzüge nicht? Sinai Q hat eine strikte Antidiskriminierungspolitik. Wir nehmen einfach nur keine Zwangsarbeiter. Ich werde mich an die Handelsbehörde von Ilium wenden, nur um sicher zu gehen. Warten Sie, bloß nicht vorschnell handeln. Wir wollen doch die Zeit der Behörde nicht unnötig strapazieren. Also schön, ich werde einen Vertrag aufsetzen. Aber wir sollten die Bürokratie von Ilium da raushalten. Allerdings muss die Quarianerin ihren Job wirklich beherrschen. Sinai Q hat gerade den Vertrag geschickt. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich habe das nicht für Sie getan, sondern für Sie. Ganz egal, wenn Sie ihr etwas Gutes tun, stehe ich in Ihrer Schuld. Hier, für Ihre Mühen. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss diesen Arbeitsvertrag übermitteln. Danke. Diesmal halte ich mich aus allem Ärger raus. Ich verstehe das nicht. Menschen feiern Eheverträge, indem sie sich der Versuchung der Untreue aussetzen. Das ergibt keinen Sinn. Beruhigen Sie sich, Mann. Blamieren Sie mich bitte nicht vor der Stripperin. Wie ist das bei Turianern? Gibt es da auch sowas? Ich bin nur wegen der Drinks hier. Ich spüre den Hass in der Luft. Aber es wird nicht gekämpft. Als ob sie nicht wollen würden. Habe ich recht? Es kommt mir nämlich dumm vor. So viele Regeln und Worte, nur um zu verbergen, dass man was verbirgt. Dabei ist Kämpfen so einfach. Einfach den Typen erledigen, der auf dich zielt. Aber das kannst du hier nicht mal feststellen. Dämlich. Willkommen zurück, Schätzchen. Was darf sein? Oh, tut mir leid, kein Sex. Hab gerade die Bar sauber gemacht. Ich sehe mich nur um. Ganz nach Belieben, wie immer. Geschützt unterwegs sind. Und ich sage dir, genau deshalb solltest du nicht mit Menschen ausgehen. Dann musste ich in den Auto. Miss Larson, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es gab Komplikationen. Was ist passiert? Ist mit Oriana alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber Sie haben einen Mann namens Niket als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Er hat mich kontaktiert und davor gewarnt, dass Ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt hat, um hier aufzuräumen. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach ihnen persönlich Ausschau halten würden. Deswegen hat er vorgeschlagen, Orianas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Sie haben Niket bisher gar nicht erwähnt. Er ist ein Freund. Wir kennen uns schon sehr lange. Kommt noch jemand Ihrer anderen Kontakte auf Ilium mit, Miss Larson? Nein,
Ich traue bei dieser Sache nur Ihnen und Niket. Welche Informationen haben Sie über die Söldner? Sie sind von Eclipse, das wurde bestätigt. Und Sie arbeiten für eine Organisation, vor der uns Miss Lawson gewarnt hat. Ich könnte die Behörden verständigen, aber bisher haben Sie nichts Illegales gemacht. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir kümmern uns selbst darum. Änderungen zu diesem Zeitpunkt könnten gefährlich sein. Sind Sie sicher, dass Sie Niket vertrauen können? Unbedingt. Er ist einer meiner ältesten Freunde. Ich vertraue ihm Oriana an. Lantea, wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen ihre Aufmerksamkeit auf uns. Niket soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Lawson. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird? Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Eclipse wird wohl kaum alle seine Leute schicken, nur um sie aufzuhalten. Wollen Sie Niket nicht Verstärkung mitgeben? Niket kann auf sich selbst aufpassen. Außerdem würde bewaffnete Verstärkung nur die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Ich möchte noch ein paar Sachen erledigen, bevor es losgeht. Wir dürfen nicht zu lange warten. Eclipse wird sein Netz um das Transportdock immer enger ziehen. Ich tue mein Möglichstes, um Ihnen etwas Zeit zu verschaffen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind.